Ja, ich hätte es nicht besser sagen können. Neues Spiel, The Evil Within, The Simant, das DLC Nummer 1 von der Evil Within-Reihe. Und back in action. Wie gesagt, der Weezbot oder Weezbot, sehr, sehr geil. Du hast mich auf Facebook geliked, super. Vielen, vielen Dank dafür. Prost zusammen. Und mir fällt nämlich gerade was auf, ich habe das Gamepad vergessen. Das ist super. Wie soll ich denn spielen, ohne das Gamepad in der Hand zu haben? Ja, das fängt ja schon super an. Sehr professionell jetzt gerade hier wieder. Sehr, sehr professionell. So, ganz schnell und. Ah, da. So. Dann kann der Horror ja beginnen. Und es funktioniert ja anscheinend super heute mit Twitch. Es funktioniert. Ja, wir werden auch direkt weiterspielen. Für die Leute, die am Montag nicht dabei gewesen sind, da funktionierte der Stream ja nicht sehr besonders. Sei gesagt, eine klitzekleine, oh, ich muss da mal eben ganz kurz nochmal an den Rechner, eine klitzekleine Zusammenfassung, was geschehen ist. Ihr habt nicht viel verpasst. Ihr habt nicht viel verpasst. Wir sind quasi mit dem, ja, Zuckerarsch, wenn ich so mal. Aufgewacht dort, wo der Krankenwagen abgestürzt ist, vom Hauptspiel, sind durch den Wald gegangen, quasi straight den Weg entlang, wie auch Basti Castellanos, und sind dann, ja, hier aufgewacht, nach einem kurzen Anfall, nach einer Miezekatze, die wir gesehen haben, und sind dann hier gelandet. Und hab dann auch den Stream ausgemacht, weil ich ja nicht gefunden werden konnte, wegen Twitch und so. Und, ich erschrecke mich an der Spinnenlady immer, ja. Ja, und das war wie gesagt die Zusammenfassung. Mehr ist nicht geschehen. Hab auch dann ausgemacht, wie gesagt, weil ich auf euch. Oh mein Gott, das ist was ganz anderes. Gerade war das noch relativ schnell mit dem Stick sich umzudrehen und jetzt ist es hier so. Erstmal dran gewöhnen. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt hier sind und warum die Leute hier so einen Handschuhe tragen und so komische Gesichter haben. Das macht mir ein wenig Sorgen. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Können wir was lesen? Ground Floor. Security Notiz. Under 24 Stunden. Mehr kann ich da auch nicht lesen, weil es so weit weg ist. So. Ground Floor. Das ist eine Übersichtskarte. Ich gehe mal hier drüben hin. Sieht ein bisschen aus wie bei Outlast, ne? Ein klein wenig. Unterhalten die sie? Wieso gucken die mich denn an? Hallo? Darf ich stören? Hallo, Gentleman! Lady! Okay, man kann anscheinend nicht verstehen, was sie reden. So, schauen wir mal. Hier ist grün die Tür, ne? War die da hinten auch grün? Ne, die ist rot. Ich gehe erstmal die rote Tür, wo ich glaube ich weiß, dass die wahrscheinlich zu sein wird. Aber trotzdem lieber ausprobieren, anstatt ich da. Ja, das war ja klar. Wie konnte ich denn nochmal rennen? Konnte ich nicht irgendwie. Konnte ich. Ich kann hier eh nichts. Ah doch. Ah doch. Ach so, alles klar. Jetzt weiß ich es wieder. Alter Schwede. Das Best of Slender. Mann, war so geil. Hat mich größtenteils totgelacht, ja. So sollte es auch sein, Heartbreaker. So sollte es auch sein, deswegen habe ich es ja auch so zusammengeschnitten. War ungefähr 5 bis 6 Stunden Arbeit, habe ich an diesem halbe Stunde Video dran gesessen, um mal so kurz euch einen Einblick zu geben, wie lange ich für sowas brauche. Okay, red mal Deutsch. Okay, anscheinend sind wir in so einer unterirdischen Anlage. Ich würde behaupten, dass es wahrscheinlich unterirdisch ist. Und das ist wahrscheinlich hier ja der Ort ist, wo die ganzen Forschungsprojekte ja gelaufen sind. Wo, was haben wir hier? Hier ist aber eine Tür, wo wir nicht reinkommen. Autorisiertes Personal, ja, nur für autorisiertes Personal. Das sind wir doch. Das wissen wir zu schätzen. Vielen, vielen Dank, Heartbreaker. Vielen, vielen Dank. Und auch vielen, vielen Dank für die Leute, die da sind hier in der Let's Play Live Show, an die 12 Zuschauer. Vielen, vielen Dank. Huch, was war das denn?
Der Gärtner könnte auch mal wieder hier ein bisschen die Hecke schneiden. So, oh, eine Rolltreppe. Boah, das sieht, also, man muss ganz ehrlich sagen, also Evil Within sieht teilweise schon echt, also sieht schon geil aus, ne? Also, auch wenn es ein nicht so ein großartiges Spiel geworden ist, wie es, ja, war oder hätte sein sollen. Autorisiertes Personal. Na, okay. Der Stream hängt bei mir. Vielleicht einmal kurz den Browser neu starten oder je nachdem, worüber du guckst, vielleicht über die PlayStation, vielleicht mal auf Aktualisieren klicken und dann einfach mal hoffen, dass es wieder dann funktioniert. Das liegt dann meistens an Twitch. Halten. Ich halte. Ich halte X. Na, kannst du dich noch dran erinnern im Let's Play? Ich halte X und was macht's dann? Bumm. Wir gehören anscheinend dazu, so wie es aussieht. Vielleicht musst du die Quali runterstellen. Ich Wenn kann die nicht. Männer das System aktivieren, landen sie drin. Hoffentlich tut das nicht, aber wir haben eine Infusion vorbereitet. Zum Schutz vor Kontaminierung. Wie eine Impfung? Zu meinem Schutz? Eher um sie zu verstecken. Wir haben Stem entwickelt, aber es gibt einen Geist im System. Etwas, das wir Ruvik nennen. Es will uns fernhalten. Die Infusion sollte sie etwas schützen. Ich bin erstmal gespannt, wie dieses DLC hier wird, Klangkasper. Ich raste aus, ich habe eine Mücke in der Wohnung. Das ist schlecht, Evil. Das ist sehr schlecht. Und wer ist der Typ? Der sieht so ein bisschen aus wie der G-Man. Warum gehe ich allein? Sie werden nicht allein sein. Ihr Team vom KPD begleitet Sie. Sie werden über Funk von einem Vorfall im Beacon hören. Alles ist genau vorbereitet. Aber deren Schicksal ist unerheblich. Für die Mission müssen Opfer erbracht werden. Es müssen Opfer gebracht werden. Bitte, nehmen Sie Platz. Prost zusammen. Da stand schon, glaube ich, Leslie. Den Jungen. Mit ihm können wir alles verändern. Ich hole Ihnen den Jungen. Sie kennen die Folgen, falls Sie scheitern sollten. Loyalität nehmen wir sehr ernst. Vertrauen ist sehr kostbar in der heutigen Welt. Also frage ich nochmal. Gehören Sie zu Morbius? Ja. Ich habe meine Wahl getroffen. Jetzt müssen Ihren Worten Taten folgen. Zaudern Sie nicht. Aua. So, ich zähle jetzt rückwärts. Und wenn ich fertig bin, stelle ich Ihnen ein paar Fragen. 10. 9, 8, 7, 6, 5. Mach's gut, RW. Schlaf gut. Schönes Wochenende noch. Ciao, ciao. 1. Jetzt werde ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Slender? Haben Sie sich schon mal von denen verlassen gefühlt, denen Sie trauen? Ja. Ego-Perspektive jetzt? Boah, wäre das geil. Boah, wäre das cool, Ego-Perspektive. Warum kann das Spiel nicht so sein? Boah. Okay. Wir sind in einer Art... Was? Wer steht... Puck, die Stubenfliege steht da! Hallo, geh doch nicht dahin! Hey. Hallo? Was war das? Das war Puck, die Stubenfliege. Mit riesigen Augen. Okay. Huh. Hä? Ja, damit nochmal herzlich willkommen zu The Evil Within Assignment.
Das DLC, das erste von, ich glaube, drei weiteren, zwei weiteren. Und ja, wir sind erste Mal im inneren, in der anderen Welt. Was für eine lange Nadel, ja. So eine Spritzenphobie. Und muss in einer Woche zwei Impfungen machen lassen. Nein! Du hast eine Spritzenphobie, oh Gott. Ja, ich mag Nadeln auch nicht. Ich, nie Nadeln. Ich mag nie die Nadeln. Will ich da lang? Nein, will ich nicht. Ich mag nie die Nadeln. Ich mag so nie die Nadeln, dass ich nie die Nadel an mich ranlasse. Ich glaube, wir müssen dahin, ne? Ich will da nicht lang. Hallo? Klick, 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 klick. Die mit, oh, die mit den hochhackigen Schuhen. Oh, eine Taschenlampe. Da ist ja super. Funktioniert die auch immer? Taschenlampe benutzen. Steuerungsinformation. An, aus. Halten für konzentrierter Strahl. Oh, uah, uah. Konzentrierter Strahl, genau. Oh nein, ist das mies. Boah, ist das fies. Boah, ist das gemein. Da ist man ja noch näher am Geschehen dran. Ist das fies. Marmeladensoße. Hallo? Ich habe auch keine Waffe, ne? Wollte ich nur mal so anmerken. Ich, what the fuck? Was bedeutet, wenn das Spiel einem Ausrüstung übergibt? Dann sollte man die nutzen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe versucht zu verdrängen, was in The Evil Within alles passiert ist. Weil anfangs war es echt gruselig, aber danach war es nur noch nervig. Ich hoffe, sie machen es mit den DLCs besser. Und das Schlimme am DLC, neue Gegner. Oh Gott, Klangkasper. Puck, die Stubenfliege haben wir ja schon gesehen. Scheint wahrscheinlich ein neuer Gegner zu sein. Boah, wie ich sowas hasse, ne? Solche Laken. Das sieht immer aus, ob da Leute stehen. Ja, auch, aber meistens folgen dann Bosskämpfe oder so. Ja, wenn man sehr, sehr viele Sachen bekommt, auf einmal. Ich gehe mal nicht in die Scherben oder versuch's zumindest. Ja, sieht sehr einladend aus alles hier. Boah, ist das eine schwere Tür. Die sollte man wahrscheinlich nicht öffnen. Ist übrigens meine Eingangstür. 1:1 nachgebaut. Okay, wir brauchen die Taschenlampe anscheinend jetzt. Hilfe! Hey! Hä? Was ist mit ihm denn? Und was ist das hier? Ist das eine Tür? Hallo? Naja, das möchte ich noch nicht machen. Lass mal hier lang gehen. Mach die... Innen abgeschlossen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Okay. Was ist das denn? Hä? Was konnte ich denn hier machen gerade? Kreis? Ach du Kacke. Gegner anlocken?
Hier drüben! LOL! Was ist das denn für eine neue Funktion, die sie eingefügt haben? Ist ja schick. Ist ja mal echt geil. Kann man da reingucken? Kann man, okay. Kann man da irgendwas sehen? Scheint irgendwie so ein langer Flur zu sein. Okay, da kommen wir aber anscheinend nicht rein, ne? Physical Plant, Office Area B02, Rezeption. Aha, okay, mhm, ja, super. Wie findest du The Evil Within von Story-technischen? Total beschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Hauptspiel hat mir gar nicht gefallen. Ich habe es aber trotzdem Let's Played. Am Anfang war es ja noch alles schön und gut und habe mir gedacht, ach ja, mein Gott, ist schon sehr geil. Und danach war es eigentlich nur noch eine Qual, da durchzukommen. Bitte was? Hallo? Hallo? Hm. Alter! Bitte! Nein! Nein! Was, dein Körper? Oh, rote hochhackige Schuhe. Dein Körper. Und Leslie hat er gesagt, hat es gesagt. Wir, ihr, sie, ich habe keine Ahnung. Hochhackige Schuhe. Könnte dir gefallen, Kidman, oder? Unser neues Dienstmädchen, ja. Puck die Stube, wir müssen uns mal einen Namen ausdenken für unser neues Dienstmädchen. Scheiße. Das hätte ich sein können. Ja, hättest du. Naja, gut. Er hat schon mal bessere Tage gesehen. Puh, die Frage ist doch jetzt, können wir jetzt irgendwas tun hier in dem Raum? Nein, können wir anscheinend nicht. Man kann sich also in Schächten jetzt verstecken, so wie es aussah. Mir schwant Böses. Mir schwant sehr Böses. Das heißt, neue Gegnernamen, ja? Türen sollten sich eigentlich nicht so verhalten. Eigentlich. Komm rein. Kannst du rausgucken. Kann ich die andere aufmachen? Hä? Das sind selbstschließende Türen. Ist der... Ihhh. Okay, ich sollte vielleicht häufiger mal nach oben gucken auch bei dem Spiel. Wie wäre es mit Holger? Holger? Holger. Ich fürchte, die psychischen Probleme der Subjekte behindern unsere Forschung. Mobius will statt Patienten aus Beacon stabilere Persönlichkeiten nutzen. Sie wollen Stem an die geplante Nutzung heranführen. Werden Sie die Welt auf die gleiche Weise erleben? Übersteht ein gesunder Geist dieses psychisch fordernde Erlebnis? Ich hatte wieder diesen Traum. Ich habe mich mit dem Stem verbunden. Okay. Es gibt also auch Audio-Logs jetzt. Uah, Alter! Die Ulrike, Silvana oder Roswitha? Roswitha finde ich auch schön. Deckung nutzen. Kreis in Deckung gehen. Mit dem linken Stick Deckung bewegen und mit dem linken... Doch. Um die Ecke spähen. Verstecke dich hinter einer Ecke und unter niedrigen Objekten. Du kannst dich an Wänden entlang bewegen, um Ecken herum spähen und Gegner anlocken.
Ich denke mir mal, dass wir das jetzt brauchen werden, vermute ich. Gegner anlocken. Während du in Deckung bist, kannst du Gegner rufen, um sie in deine Richtung zu locken. Hört sich ein bisschen an wie so ein Klicker bei The Last of Us. Kann ich mich nicht... Man konnte sich da auch ducken, ne? Oder? Konnte man sich nicht irgendwie ducken? Ja, natürlich. Dreht doch einfach mal hier rum. Komm her! 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 Das ist wahrscheinlich der einzige Satz, den sie kann. Mehr kann sie wahrscheinlich nicht sagen. Octavia, das passt zu den Schuhen. Octavia. Okay. Nightbot mag mich nicht. Die Frage... Man konnte sich doch auch ducken. Wie war der nochmal duck... Ah. Ah, alles klar. Das hört sich voll an wie bei... Ich trau den Braten nicht von Leichen, die liegen. Das war schon im Hauptspiel so. Das hört sich voll an wie bei wie bei The Last of Us. Ist einer, ne, oder? Boah, das ist ja ein geiles Feature, was sie jetzt eingefügt haben. Nein, 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 nein! Ciao! Was ist denn für eine Alte? Geh weg! Renn doch, renn doch, renn doch! Wow, ciao! Was? Hä? Ich schnall das mit dem Deckungssystem noch nicht so ganz, ob ich einfach rumgehen kann irgendwie. Hä? Wie kann ich denn... Och, fick dich doch! Och, ist das assi! Och, jetzt ist sie außer Puste, natürlich! Hat im Sportunterricht wahrscheinlich immer gefehlt, ne? Hier drüben! Och, das glaube ich ja nicht! Mann, was ist denn das für eine Kacke? Ja, eindeutig eine Octavia. Ja, ich glaube auch. Ey, was? Oh! Ich schnall das noch nicht so ganz mit dem... Ich schnall das noch nicht ganz mit dem Deckungssystem. Das ist für mich noch ein bisschen... Das ist für mich noch ein bisschen unausgewogen jetzt gerade ein wenig.